Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Ja, mal wieder Daily Shop News. Und wir, bevor wir jetzt in die Combo Masteries reingehen, gucken wir uns erstmal zwei Kommentare an, die da reingekommen sind. Kommentar Nummer 1 von Maxi Max. Freue mich übelst auf das Addict Event, habe 800 Gems ungefähr, mache die neue Addict Box auf. Ja, ist ja jetzt bald soweit. Heute ist es endlich soweit. Addict Event startet, also die Drogenkarten. Ja, bin immer gespannt. Wird spannend werden. Ja, die meisten von uns haben ja noch keine Drogenkarten. Na, bedeutet, Kong wird wieder einen Haufen Geld verdienen an diesem Tag. Allerdings gibt es auch Neuigkeiten, die ich relativ cool finde, muss ich sagen, weil zwei meiner Lieblingskombos sind jetzt auch addicted. Also, das eine ist die Lila, also die Wingnut Lila, ist nicht nur Sport, sondern auch addicted. Und das andere, das ist die schlimme Tina, die Bad Tina. Ja, und zwei Kombos, die ich absolut mega, mega, mega geil finde und absolut gerne spiele. Also gut, auf dem Account hier habe ich jetzt keine Lila in Mythic. Aber auf meinem ersten Account habe ich die Lila in Mythic. Und das macht schon richtig, richtig Spaß. Also da freue ich mich auch zumindest mal mit dem ersten Account drauf. Und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht. So, das war jetzt Kommentar Nummer 1. Kommentar Nummer 2. Hashtag geile Stimme von Manuel Wagner. Hi Manuel, danke dafür. Allerdings bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass es von einem Manuel und nicht von Manuela kommt. Also, okay, aber gut, danke für die geile Stimme. So, also, und dann geht's jetzt auch schon los mit unseren, ja, mit dem normalen Daily Shop Video. Also, gucken wir mal jetzt hier rein. Also, heute wieder mal das Boomhauer Pack am Start. Das heißt, wieder mal mit Crack Addict Fish, Butter Toffees, Toad Licking. Da sind auch schon hier zwei Drogenkarten. Na, Eugene Belcher. Ist allerdings eine Musikkarte. Ja, Boomhauer, muss ich sagen, finde ich persönlich ja nicht ganz so toll. Also von den ganzen Mythics ist der einer der wenigen, die ich mir jetzt nicht besonders wünschen würde. Fand ich schon in Epic nicht cool. Vielleicht ist er in Mythic geil, keine Ahnung, aber. Also, da stelle ich mir dann doch andere Sachen eher vor als den Boomhauer. Ja, deswegen interessiert mich dieses Pack schon immer gar nicht. Mich persönlich kann jeder anders sehen. So, dann gehen wir mal rein. Aktuell, was haben wir hier? Immer noch den Stewie. Und ja. Actions Banker Box und Parfait Vengeance Box noch bis morgen, also bis heute Abend um 20 Uhr verfügbar. Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kommen wir zu den Daily Combo Masteries und dann schauen wir doch mal da rein, was es da so heute gibt. Es ist ziemlich ernüchternd heute der Blick in diesen Shop. Aber gut. Was we machen? Ah, jetzt habe ich schon eingeblendet. Also, haben wir hier die Future Mac als erstes für 500 Gems. Für 500 Gems eine Mythic. Nein, eine Future Mac. Ja, gucken wir mal hier rein. Das Ding ist. Naja, also, sie hat eine Mauer. Juhu. Achtermauer. Was haben wir hier?
Elfermauer. Davor hatte sie einen 9er Lead. So, und fünffach Bodyguard. Da eine Elfermauer. Was kommt hier raus? Eine 18-fach Mauer mit einer Pawtucket Patriot Ale. Naja. Wie viele Kombos gibt es denn mit der? Ehrlich, das ist doch verschwendet. Absolut verschwendet. Macht da bei so einer Karte lieber weniger Kombos, Kombo-Möglichkeiten, echt, ey. Das ist ja. Ja, hau die Automatik noch solche Schrottkarten da rein. Also, und macht dann eigentlich die eigentliche Mac Griffin noch schlechter, als er so schon ist. Jo, okay, also, das ist zu dem Thema. Dann gehen wir mal rein in die nächste Combo. Also 500 Gems, vergesst's einfach. Ja, Leute, ehrlich war. Dann kommt der Uncle Teddy. Also, heute haben sie sich wirklich überschlagen. Ich bin mal gespannt, was sie in deren Second Anniversary in der Special-Woche da ist. Ja, weil die Kombos von den letzten 2 Tagen, also ganze 2 Möglichkeiten für den Teddy mit einer Slurm. Jo. Hat jeder von uns im Deck eine Slurm? Oh mein Gott, das wird auch noch irgendwann kommen, ne? Das wird auch noch kommen. Jesus Christ. Naja, gucken wir mal. Also das ist nicht wirklich prickelnd. Jo, das kann ich auch schon gleich wieder ausblenden. Das braucht kein Mensch. Danke, Teddy. Gut 26-fach heilen, aber. Das machen andere Kombos auch und die haben dann noch andere Fähigkeiten als einfach nur das. Ja, jetzt kommen wir zu der nächsten, naja, tollen, sensationellen Kombo. Die Nun Francine. Die Nun Peggy ist nicht schlecht. Also das muss man sagen. Nun Peggy ist eine coole Kombo. Nun Francine, okay, hat 8-fach Heal All hier in der Situation da. Aber dass die Francine ja nur ein Epic gibt. Wer spielt eine Francine? Was willst du mit einer Francine? Die ganze in die Tonne kloppen. Ehrlich wahr. Das ist der letzte Rotz. Und dann auch noch darauf, damit eine Combo. Die Nun Francine. Ah. Also, das tut richtig weh. Also, das Ding könnt ihr euch auch sparen. Braucht ihr auch nicht großartig reinzuschauen. Jo, und dann kommen wir zu unserer letzten, last but not least Combo. Gene it on. Gene it on. Gene it on. Gene it on. So. Bevor ich für meine sensationelle Gesangseinlage hier noch einen Strike kassiere. Also gucken wir mal, ein Eugene Belcher oder ein Gene mit Schulekarten. Beste Combo von den ganzen hier, muss man schon ehrlich zugeben, ja. Also Gene It On war ja bereits, der Gene Leader war ja schon einmal als Combo Mastery da. Ja. Ist halt eine Support-Karte. Ja, und jetzt hier sage ich mal, wenn du ein Mäuerchen durchbrechen willst, 23 Schaden im Angriff schon. Und nochmal einen Support zur Seite brauchst. Ist er nicht schlecht? Er ist nicht schlecht. Ja, aber naja. Also ich warte dann doch lieber auf andere Kombos, die mir dann mehr dabei helfen, ein Match direkt zu gewinnen. Da brauche ich jetzt keinen Genie-Horn. Ich meine, alleine eine Furzschule für Hochbegabte hat schon 8-fach Push zur Seite. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt den Genie-Horn dafür. Aber wie gesagt, sie ist nicht schlecht. Das ist die beste Combo von diesem ganzen, von den ganzen Masteries von heute.
Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, wie ihr seht. Habe ich ja schon in Fortnite mit angefangen. Wenn jetzt immer mal Kommentare eingeblendet zu unseren Animations, Throwdown-Videos. Was haltet ihr von den Kombos? Würdet ihr euch die holen? Wie bewertet ihr die? Ist der Herr gleich cool? Hat er eine geile Stimme? Hat er keine Ahnung? Kann sich auch die ein oder andere denken, vielleicht. Ja, schreibt einfach, was ihr denkt. Und die ganz bösen Sachen werde ich mit Sicherheit nicht vorlesen. Die bleiben weg. Aber freue mich natürlich über jeden coolen Kommentar. Jo, und über eure Meinung zu den Kombos, was ihr so denkt. Also, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wir haben ja schon fast die 700 jetzt voll. Es fehlen immer noch zwei Stück. Wäre echt cool, wenn wir das jetzt noch mal irgendwann, wenn wir die mal knacken würden, die 700. Hat jetzt echt lange gedauert. Da würden wir hier hochjauchzend Jubelsprünge machen. Und jo, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.